Moin moin, ihr Flauschigen, willkommen auf dem mittlerweile 2 Jahre alten Mr. Lia-Kanal. Yay! Nach langer kreativer Pause setze ich mich mal wieder vor die Kamera. Doch zuerst will ich mich für die andauernd steigende Abozahl bedanken, die dauernd steigt, obwohl ich keine Videos mache. Da wahrscheinlich der jetzt jeder hier zuschaut eine kleine grüne Sprechblase auf dem Handy hat, habe ich heute für euch die 10 craziest WhatsApp-Sprüche. Und aus irgendeinem Grund muss ich jetzt schnell anfangen, also los! Zu Beginn fangen wir einfach mal mit einer Weisheit fürs Leben an. Wie lange eine Minute sein kann, hängt davon ab, auf welcher Seite der Klotür man sich befindet. Das ist in der Tat gar nicht mal so falsch. Besonders, wenn es einem gerade das Bein runterläuft. Meine Beziehung ist wie ein iPad. Ich habe keins. Das stimmt sogar. Ich habe kein iPad. Falls es doch weibliche Zuschauer gibt, die sich mal ein Schwein angeln wollen, habe ich hier den perfekten Spruch. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Frisur egal. Das sagt eigentlich alles. Man sollte sich ein Beispiel an Stühlen nehmen. Die müssen auch mit jedem Arsch zurechtkommen. Hört ihr das? Das ist mein Stuhl. Der hat's besonders schwer. Wenn ihr dann euren Pferdeschwänzler gefunden habt, tut ihr genau das hier. Ich gehe mit dir ans Ende der Welt. Und dann schubse ich dich. Und das Beste ist, niemand wird die Leiche entdecken. Meine Freundin meint, ich wäre zu neugierig. Zumindest steht das in ihrem Tagebuch. Also bitte, wer benutzt heute noch Tagebücher? Ja gut, es ist ein Freundebuch, aber... Sehe ich aus wie eine Bratwurst oder warum gibst du deinen Senf dazu? Öffne mal dein Herz, ich will meine Cola kaltstellen. Wie das wohl aussehen würde. Nee, das war er. Stimmt doch gar nicht, sie war das. Hallo, ich bin ein Mädchen, ich bin sowieso unschuldig. Ich wäre lieber reich als sexy, aber was soll man machen? Ich finde, mein Vorname passt gut zu deinem Nachnamen. Diese Anmache versuche ich jetzt aus. Hallo. Ramona? Ja? Luke, es ist jetzt nicht ganz einfach für mich anzuleiten, aber dann... Ich hatte schon lange etwas zu sagen. Oh, was war's? Ich finde, mein Vorname passt wirklich gut zu deinem Nachnamen. Was? Ja. Was laberst du? Nein, Spaß, du bist gerade im neuen Video. Nein! Hey, nicht so dicke Wörter hier. Ich lasse ihn mal nicht schwul. So, das war's dann jetzt auch. Wenn ich die Wartezeit für meine PS4 überlebe, dann war das hier nicht mein letztes Video. Ich blende hier jetzt mal einen Abo-Button ein, natürlich nur als Deko. Ansonsten ist mein Facebook-Link unten in der Videobeschreibung, wo ich sowieso kaum was poste. Und natürlich immer schön flauschig bleiben und bis zum nächsten Video.